Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Ja, heute ist Nummer 2 dran, ja, Shisha Dun 2.0 ist heute am Start und heute ist Abrechnung mit euren Kommentaren. Ich habe mich schon bei der YouTube-App mal eingeloggt und jetzt gucken wir mal, was ihr so Schönes geschrieben habt im Januar. Ich habe schon mal ganz kurz durchgesappt in die Kommentare, ich habe schon gut abgefeiert, ja. Und jetzt schauen wir doch einfach mal, was ihr so geschrieben habt, was eure Kumpels, Kollegen oder was ihr selber noch ab und zu mal gehört habt oder so. Wie Shisha oder andere Teile der Shisha genannt werden, ja. Geraucht wird mit der Amy 46 Zuri und einer schönen Clear Bowl, ja. Clear Bowl und hier unten noch so ein bisschen Fragment für Leute, die es interessiert. Und mit dem Tonkopf und Kaminhut 1.0. Und 3 Tom Kokocha und es wird geraucht der Golden Alfacher Traube mit Minze von Five Pipes, diese Platinum Edition heißen die, glaube ich, ja. Ja, Freunde, würde ich sagen, beginnen wir einfach mal. Und zwar, es sind, glaube ich, über 100 Kommentare. Ich werde jetzt hier mal eben durchscrollen, ja, das Video wird eventuell ein bisschen länger, falls ich hier richtige Kracher finde, ja. Schauen wir einfach mal rein. Was haben wir denn hier Schönes? Alfaka ist immer noch in aller Munde, ja. Windschutz ist Windfang, ja, auch geiles Ding. Alvaha, ja, das habe ich, ist bei mir auch mal früher so, glaube ich, rausgekommen. Al-Uaha, also ich schreibe es unten mal bei euch rein, ja. Hut zum Windschutz, natürlich auch nicht schlecht, ja. Das fand ich auch sehr geil. Zur Shisha hat mal ein Kumpel gesagt, also von jemand hier, Räucherkästchen oder Räucherkasten. Räucherkasten ist auch sehr geil, ja. Dann gibt es hier die Kohlegabel. Kohlegabel ist natürlich auch geil, anstatt Kohlezange, ja. Also immer wenn ihr Hunger habt, ja, schnappt euch mal eine Kohlegabel. Haube zum Windschutz ist klar. Was haben wir noch? Zu Nakla sagt ein Kollege hier immer Nakala, ja. So, schauen wir noch, gib mal die Shisha. Er meinte den Schlauch übrigens, ja. Oh Gott, gib mal die Shisha, okay. Ja, ich gebe dir hier mal die Shisha, okay. Das ist auch geil. Meine Mama sagte letztens, du hast deinen Becher in der Küche liegen lassen. Ich bin runtergegangen, da stand der Hotshot der Tee rum. Auch geil. Na klar, ja. Dann hier Maurice, Momo, lieben Gruß an dich. Richtig geil, ja, pass auf, Leute. Zielrohr oder Ziehrohr, Ziehstück und Rauchrohr. Also das alle am Schlauch saugen, ja. Fand ich auch richtig geil. Also, was steht hier? Ziehrohr, ja. Aber Zielrohr wäre vielleicht auch geil, ja. Also, das fand ich schon sehr krass. So, was haben wir noch? Schwuppdiwupp, die Glocke, ja, Glocke ist auch Windschutz. Okay, also ich finde es immer sehr erstaunlich, was manchen Leuten wirklich einfällt, ja. Ich würde vielleicht gerne mal meine Mom hier ins Video holen und die einfach mal erklären lassen, was das alles ist. Wird bestimmt auch das Geilste rauskommen. Vielleicht wird sie ja auch sagen Vase oder einfach nur Flasche oder sowas, ja. So, was haben wir hier noch Schönes? Blubbern ist ganz okay, ja. So, Glycerin direkt in den Head, ja. War nicht schlecht, ja. Haben wir früher, glaube ich, alle gemacht, ja. Nakla oder Alvaha und dann noch schön Mola-Mix drüber. Hab das auch gemacht, ja. Mach mal noch einen Kopf klar. Ja, geht eigentlich. Alfacha fickt die Szene, ja. Das war auch so ein Spruch, wurde auch gut gefeiert. Was haben wir noch? Digga, mach mal die Haube drauf zum Anrauchen, ja. Der ist auch geil. Meine Oma hat mich mal gefragt, woher ich denn die schöne Nachttischlampe hatte, als sie zu mir ins Zimmer kam, ja. Auch ein schönes Ding. Was haben wir noch Schönes? Ey Mann, das Mundstück sieht aus wie ein Dildo, ja. Ist auch so ein bekanntes Ding. Zum Beispiel der
Gott, was ist das? Ich blende es euch mal kurz ein von Genie, der Sub-Zero ist das, glaube ich, ja. Gut, sieht vielleicht ein bisschen aus, dass der vielleicht für die Frau gebaut worden ist, ja, aber ja, sieht aus wie ein Dildo. Ja, kommt vielleicht von den Experten dann immer. So, was haben wir noch Schönes? Also, lass mal ein bisschen qualmen, ja. Zum Topf, ja. Da komme ich schon vielleicht durcheinander. Zum Kopf wird auch gesagt, das Däpfle. Ja? Das ist aber, glaube ich, eher in irgendeinem Bundesland ist da, glaube ich, so dieses Däpfle. Ja? Das Röhrl zum Schlauch oder zum Mundstück. Die Metallscheibe sieht geil aus. Kohleteller. Auch gut. Was haben wir noch? Ja, das Mundstück sieht aus wie ein Dildo. Es kam auch sehr viel, ja. Lass mal preparen. Prepare man hat, ja. Auch schönes Ding. Leute, die bei Al-Mahmud oder ja, Al-Mahmud, ja, gut, ist immer, ja, diese Aussprache von den Tabaksorten, da gibt es, glaube ich, auch richtige Knallerdinger. Zu der Rauchsäule, Shisha-Hals, ja, auch super Ding. So, was haben wir noch Schönes? Ich sag immer, gehen wir schießen. Mein Bruder und ich sagen immer, mach mal eine Pi-Fee. Ja, ich weiß nicht, Poke-Chicke. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Ja. Meistgestellte Frage, Mehrzahl von Shisha. Ja. Shisha ist wirklich eine Shisha, zwei Shishas, zwei Shishen. Ich weiß es nicht, also ich kann es wirklich nicht hundertprozentig sagen, was ist die Mehrzahl von Shisha? Zwei Shishas, zwei Shishas, ist vielleicht auch Hardcore, ja. So, also bei uns sagen wir, lass mal heizen, ist auch nicht schlecht, ja. Ein Buffen haben wir hier noch, gestern schön geschischert. Lass mal smoken, was rauchst du? Ich rauche gerade den Voltage von SS, ja. Schutzstaffel, was? Auch immer sehr lustig. Eine Shisha sind so schädlich wie 100 Zigaretten, ja. Das ist, da gab's ja, da könnte ich auch schon wieder ein Video machen, ja. Gab's, glaube ich, mal, weiß ich gar nicht, letztes Jahr oder schon ein paar Jahre her, dass eine Shisha so schädlich ist wie 120 oder 200 Zigaretten, war, glaube ich, mal. Und eine Definition von jemand, ich weiß gar nicht, wer das damals gesagt hat. Bestimmt irgendwelche, ja, Gesundheitsleute. Wasserteufel. Shisha oder Wasserpfeife. Auch nicht schlecht, ja, kannte ich auch noch nicht. Ich ziehe mal eine Runde Tabaks. Ich breche ab, ja, Facher, fick die Szene. Also das Ding scheint echt euch erfreut zu haben. Mein Dad sagt immer zu meiner Shisha, dass das Drogending, ja. Da werde ich vielleicht auch nochmal ein Video machen, ja. Ja, es wird leider immer, ja, Shisha wird irgendwie, ich weiß auch nicht wieso, ja, immer mit Drogen in Verbindung gebracht, ja. Das sind dann so eine Leute, die einfach keine Ahnung haben, die daherkommen, ja, was rauchst du, habt ihr da oben Drogen drin oder so? Lass mal dampfen, ja, ohne P, lass mal dampfen. So, was haben wir ja noch, Freunde? Kannst du mal den Schlauch einstöpseln oder Soße anstatt Molasse? Geil. Lass mal sanft einen dampfen, ja? Das ist ja auch geil. Stell ich mir gerade so vor, wirklich gerade, vielleicht kommt so ein Kiffer, hat gerade schön seinen Dübel durchgezogen, dann kommt der so, jo, lass doch mal sanft einen dampfen. Geil. Gibt's noch? Prepare den Head, ja? Meine Shisha ist fett. Manche haben Weed im Head und deren Brain ist nicht so fett. So, ja, dann wird sie natürlich beschwert. Ja, ich sage mal ganz oft ja. Ja, Freunde, das nächste ist halt einfach so drin bei mir, ja? Tut mir leid. Ja, wie oft ja
84 Mal, krass, was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir, ja? Was haben wir noch? Meine Mama sagte letztens, du hast, okay, das hatten wir schon. Ja, und dann bin ich soweit erstmal durch, Freunde. Ich bin ja gespannt, ob hier beim Shisha-Duden 2.0 noch mehr Kommentare kommen, ja. Vielleicht noch was ganz anderes, da kann ich vielleicht noch den Shisha-Duden 3.0 raushauen, muss ich mal schauen. Ansonsten war es soweit, wieder richtig geile Dinge, also dieses Zielrohr ist für mich das Geilste. Und ja, Freunde, dann würde ich einfach sagen, war es vom Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag oder wann ihr das Video guckt, einen schönen Tag, wie auch immer. Wir sehen uns einfach nächste Woche Donnerstag wieder oder zwischendurch. Ja, ihr merkt, ich bin derzeit relativ aktiv auf meinem Kanal. Ja, da ballern die Videos wieder fast täglich raus. Und ja, raus ist das richtige Stichwort. Ich bin raus, haut rein, euer Shisha Schnitty. Peace. Ja, mein Freund, falls dir das Video gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben, würde mich auf jeden Fall freuen. Hier unten rechts und links könnt ihr zu meinen letzten Videos einfach mal reinklicken und direkt unterm Tisch könnt ihr mich abonnieren, kostenlos das Ganze natürlich, ja. Und ja, ich bin jetzt weg, haut rein, ciao.